Schnitt oder nicht Schnitt? Schnitt oder nicht Schnitt? Das Schnitt ist oder nicht die Schnitt? Frage. 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 Nicht Schnitt. Nicht Schnitt. Das ist sehr gut. Da ist mein Eichhörnchen. Wie ging der Song von der Pommersche nochmal? Der Landlieberwurst? Oh mein Gott, warte mal. Pommersche. Aus dem Buch im Wald, glaube ich. Aus dem Buch im Holz. Aus dem Buch im Wald. Aus dem Buch im Wald. Witzig, putisch auf den Tisch, so ist es Brauch. Also so hört es jedenfalls auf. Ja, dann mach's doch besser, Frau. Komm her, Frau. Du weißt es doch. Die Frau konnte das Lied, aber sie weigert sich zu singen. Pass auf, da ist noch einer da hinten. Ich seh's. Wo bin ich? Keiner trifft. Tiefe, Daniel, Tiefe. Hab ich's dir gegeben, Domi? Oh, ich bin... Oh, lächel. Vielleicht kannst du durchschießen. Okay, weiter geht's. Wow. Renn, du Sau! Propeller! Nee, ich muss nur zurückrennen. Alter, meine das Nerven. Ist ja pervers. Ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern. Ich glaub, das sind so Momente, die du geistig verdrängst. Aus gutem Grund, ey. Alter Schwede. Daniel, du Sau. So. Drei Tädits musst du dann mit der Bazooka erlegen. Weil du kommst einfach aus dem Boden. So, jetzt ist vor dir einer und hinter dir einer. Machst du das denn hinter mir? Ich bin schon am meisten. Tiefe! Was? Ist das zu hoch? Komm ab! Oh, lech! Hier war noch einer, ne? Ja. Nein. Das nicht war gut. Nichts gut. Das wird geschnitten. Entschuldigung. Gut. Run! Meine Deckung ist weg! Ich hab 29 Sekunden. Auf jeden Fall der letzte. Scheiße. Dein letztes Mann! Leben war's. Schau mal noch. Mann! Chaka! Schon fast eine Stunde auf dem Konto. Weißt du, der Krieg, das ist das Schlimmste im ganzen Spiel. Das merkt man daran, wie oft die sterben, wie lange die Plays dauern. Wieso konnten Entwickler das einfach weglassen? Oder entschärfen oder sonst was? Ja, super! Das wird jetzt echt immer schön. Weißt du? Ich glaube, wenn du jetzt nochmal versagst, dann machen wir es das nächste Mal. Ich probiere noch eine Runde. Ja, meine ich, aber wenn du jetzt noch einmal versagst. Ja. Schon die letzten drei Male, glaube ich. Ey, das macht mich gerade so wütend. Zweck. Nummer 2 tötet sich vielleicht nur selber? Ja. So könntest du die anderen Tötis bestimmt auch. Ah, die bleiben ja stehen, ne? Hinter dir dann, ne? Ich weiß.
ist gerade beim Konsolenspiel, ist es doch normalerweise nicht das. Runter! Erst sag einmal. Jetzt wird es für uns leicht doof. So. So, das lebt eine bestimmte Zeit dann. Oh, fuck. Nicht einmal so geht es. Ich glaube, Bayern ist eh nicht drin, ne? Wenn du einfach durchrennst? Ich probiere es jetzt mal mit ganz simpel mit durchrennen. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Mit Zickzack vielleicht noch am besten. Mit normalen Sprüngen, genau. Naja. Gut. Ah! Ah! Ja! Ah! 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 Shisha! Super, hätten wir das gleich gemacht. Alter, das war jetzt aber echt Hammer. Jetzt dauert Conker nicht mehr lang, das können wir beim nächsten Mal komplett schaffen. Optimal. Dann geht's zum nächsten Let's Play, da machen wir vielleicht Undying, weil schon ein paar Leute gesagt haben, wir wollen das gern sehen. Yep. Oh, you're awake. Come over here, boy. Come on, look at this. Was a terrible thing, you know. You're right there. All these fine young men sent off to do the dying. Those bigwigs, those pen pushers, those guys who never ever see a single bullet whiz past their heads. We want to get them down here, those so-called generals in their big fancy houses, 20 miles behind enemy lines. Who are they to tell us? Who are they indeed? Ist das die Moral von der Geschichte? Wahrscheinlich. What a sight. Yes, it is. Yes, it is. The horror. The horror. Ach, der lebt noch. Wo ist der? Ja, der, wo der Panzer war. Ja, aber... Ja, gut. Tja. Aber der hat doch dieses unzerstörbare Ding da. Yep. Und da steht er auch am Anfang, beziehungsweise am Ende des Spiels, das sieht man ja am Anfang, steht er ja vorm Thron. Conker's personal slave. It's Motor! He made it, guys! Yeah! Woohoo! Yeah, he made it! Finish! So. So, die nächsten Zwischensequenzen machen wir noch und dann, glaube ich, lassen wir es. Jetzt haben wir nämlich gut eine Stunde drauf. Stunde schon, krass. Geschnitten wird ja nichts. Drop. Bis auf der eine Pieper. Ja. Leben. Oh, das ist so eine schöne Gegend. So schön. Keine Ahnung.
Bienenkönigin ist tot. Sehr gut. Komm ich nicht da nochmal hin? Ja, okay, ich glaube, ich wollte hier hinkommen, ja. Nichtsdestotrotz, wir wollen ins Windmill. Kommt da Wurm? Den habe ich jetzt mehrfach gekillt. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Ja, es bringt jetzt eigentlich gar nichts mehr. Das ganze Geld bringt eigentlich nur an der einen Stelle was. Oh, no. Where did the windmill go? And I was sure that was the final level. Oh, well, obviously not. Rogan! Rogan! Hey, it's good to see you, man. What happened? It's sore, but you know what? I reckon that suit really worked. I was flying through the air. Next thing is, bam! I saw this thing coming towards me. Kinda like a windmill. Doesn't seem to be there anymore. Oh well. Never mind. At least I'm still here. So, what's happening? I'm not really sure. But, the war seems to be over. You might as well go on your way. Give my regards to the guys. Yeah, I will. Catch you later. Catch you later. You can buy me a pint. Okay. Conker. Can I just say something? Yeah, it depends what it is. It was a real privilege working with you. And I would have to say that if ever I need to go on an operation such as that again, I hope that it's with you. Oh, well, very nice of you to say so. Thank you, sir. Yeah, thank you, Soldier. This man. Conker. General Soldier. General Soldier. Der gewöhnliche Soldat. So. Hammer's? Nee, jetzt kommt bald Ende. Aber die Sequenzen schauen wir jetzt mal an. Gut. Denn wir sind jetzt nämlich vor. Ta-da-da-da! Brücke! Dem Schloss eigentlich. Wo ist das Schloss? Na egal. Whoa. Ah, da. I thought I told you to leave town. But seeing as you're here, anyways, let me have a little job for you. Oh, not another one. Look, can I just go home, please? I said, we may have a little job. Take it or leave it. Okay, I'll take it. Matrix. These pants are so uncomfortable. Oh, fancy meeting you here. Oh, Barry. You look great. Seine Freundin. Really? Wer die ersten Parts nicht gesehen hat. I thought you said you didn't know this guy. Oh yeah, I know him. He's like my boyfriend. Yeah, that's right. I'm her boyfriend. Am I interrupting something here? When you two little lovebirds are finished with your reunion tete-a-tete shit, maybe we can get on with the job at hand, please? Okay, okay. What do you want us to do? Okay. Since your little escapades with those cavemen kind of put me out of business, now I need to replenish my funds. Here we have it. The Federal Reserve Bank. Okay. But I'll do it on one condition only. What? That I get an outfit that's as cool as hers. Deal. Yeah. Leo. So, Leute, und das schon mal als Vorgeschmack auf das, was demnächst kommen wird. Matrix Conker. Das waren geile Let's Plays. Parts meine ich. Gut. Also, bis bald. Tschüss.